So, da bin ich und habe bemerkt, dass ich vergessen habe, die Musik einzuschalten, während ich weg war. Naja, jetzt bin ich ja da. Jetzt switchen wir rüber zum Spiel. Machen den Punkt im Spiel an. Und hüpfen dann auch gleich ins erste Match. Vorher schauen wir noch, ob er vielleicht meinen Finden da mitspielen möchte. Poste ich mal hier eine Einladung rein. Oder den Discord-Kanal da. Ab ins erste Match, aber solo. Und rein. Ja. Hi Schnorrer. Schnorrer TM. Jetzt kommt in sein Gameplay, glaube ich, eher weniger, aber. Mal schauen, vielleicht haben wir ja. Nee, verlassen heute nicht. Mit ein bisschen mehr Glück. Bestimmt nur Mut. Na, danke. War mir jetzt ganz gut. Ein bisschen. Weiß nicht, ein bisschen müde. Heißt gar nichts, schön, dass du auch da bist. Müde ist man immer, mir geht das prima. Ja, stimmt auch. Bin auch irgendwie mal ein bisschen müde. So, dann geht er zum Bürger. Haben wir denn heute Aufgaben? Nahkampf-Kills. Ja, das wird ja lustig. Es ging noch Bananen aufrutschen. Die blöden Bananen. Genug Karte hatte ich glaube ich schon mal, da waren es halt glaube ich 3 und immer habe ich es geschafft. Schau nochmal. Na komm. Mal über das mit. Die Bananen, die nehmen wir mal mit. Ja.
so hinweg. Ach, das geht. Kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Eine Level 3 Rüstung, das sieht da gut aus. Ja, dann schauen wir mal. Wenn man ganz gute Waffen wegkriegt. Könnten zwar auch noch besser sein, aber vielleicht sind sie nicht. Jetzt schauen wir mal. Wo sind sie denn alle? Aber ja, großartig. So. Kicken wir mal schnell. Was haben wir neu gekriegt? Super Falke. Okay. Dafür sind die Gesichter gut von den anderen, wenn man abends zum Beispiel um 22 Uhr einkaufen geht und ich sage da an der Kasse guten Morgen. Die Kassierer sind dann total verwirrt. Sehr glaube ich. Ich glaube, guten Morgen sagt man meistens aus Gewohnheit nach dem Aufstehen. Wenn man aufsteht, dann sagt man meistens guten Morgen. Wahrscheinlich werde ich hier nachts arbeiten oder also sagen dann auch. Vielleicht dann versehentlich guten Morgen. Okay, ein Spielsound muss ich leiser machen. Okay, danke. Und die Effekte ein bisschen leiser. Wird dann hoffentlich nicht mehr zu laut sein. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Dann könnten wir, glaube ich, vielleicht auch... Schauen wir nochmal OBS. Internet haben wir ja. Bauen wir mal einen Kompressor rein. Lass mal die Voreinstellung mal gucken. Vielleicht reicht das ja schon. Nein, jetzt habe ich auf Verlassen geklickt. Ja, nicht schlimm. Mal schauen, ob das jetzt vielleicht behebt, dass das dann vielleicht etwas gedämpft ist. Nicht zu laut wird. Natürlich kommen wir jetzt in den Match, was gleich losgeht. Woher wollte ich ja erstmal hier gucken, ob es nicht zu laut ist. Mal schauen, schaffen wir es hier hin. Ist das besser? Oder immer noch zu laut? Ich sag mir aufstehen mal guten Abend, eigentlich traurig. Im Audio mir kleine Limiter hinzuzufügen. So gut kenne ich mit OBS auch nicht aus, das sagt mir jetzt gerade ja nicht.
Von OBS gibt es ja auch inzwischen verschiedene Versionen, die alle ein bisschen anders sind. Ich benutze selber zum Beispiel OBS Live von Stream Elements. So, habe ich das jetzt abgelegt? Machen wir das lieber so. Ah, ja, ist halt einfach, was halt die Integration ist mit den Aktivitätenverlauf und alles von, wenn man Stream Elements verwendet. Halt einfach einfacher. Und glaube ich auch der einzigste Anbieter für Stream Overlays, der halt komplett kostenfrei ist. Keine Abos anbietet, kein nichts. Wenn ich sonst auch kenne, was glaube ich ganz gut ist, ist ja glaube ich dann, man könnte sagen, die Premium-Version davon ist glaube ich Steamlab. Habe ich selber noch nie ausprobiert, weil es halt hinter einer Bezahlschranke ist. Jedes Mal vergesse ich halt aufzumachen. Komm, mach auf. So, auch nochmal. Nehmen wir das mit. Streamlabs ist auch kostenlos, aber kann man weniger einstellen. Stream Elements ist hier fortgeschrittene, was die Einstellungen angeht. Ja, wahrscheinlich. Streamlabs ist auch kostenfrei. Also wenn ich versucht habe, mich da zu registrieren, kommt direkt, bezahlen sie. Weil von kostenfrei habe ich da nichts gefunden. Ich war es ja mal irgendwann kostenfrei, aber. Ach, da ist jemand, okay. Okay, ob es jetzt was kostet, weiß ich nicht. Aber vor 3 Jahren war es auf jeden Fall kostenfrei. Ach komm. Ah. So. Ja, aber kann ja sein, dass vor 3 Jahren kostenfrei ist. Heute musst du immer bezahlen. Ja, das ist ja, glaube ich, vor kurzem auch, oder schon etwas länger, weiß ich jetzt gar nicht, irgendein sehr beliebten Twitch-Bot da eingeheimst. Ich glaube, Ankh-Bot oder so hieß der. Ja, ist jetzt, gehört der zu Streamlabs. Naja. So, gleich ins nächste Match. Na, Kampfkills. Mal schauen, ob ich meinen finde, mit dem ich das zusammen probieren kann. Dann krieg ich's euch hin. Aber, na, Kampfkills. Ein Solo, bisschen schwierig.
Komm nochmal. Gehen wir gleich zur Bühne. Lande einfach direkt bei einer KI und schlag ihn. Ach, wieso schlagen wir nicht zurück? Na, kann ich probieren. Ja. Nur, dass man halt im Match selbst den Namen von denen nicht mehr sieht und dann auch schlechter zu erkennen ist. Vermute ich jetzt einfach mal. Wenn du zu nah an einer KI bist, stoppen die das Feuer und wechseln auf die Nahkampfwaffe. Ah. Ich schau einfach mal, wer ist ja hier dabei. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich schnell tot. Ah, die waren schon hier. Ja. Das kann man ja gut sehen, dass hier schon welche waren. Das war anscheinend keine KI. Nee, zuschauen wollte ich jetzt nicht. Komm raus hier. So. Wie war das nochmal mit Audiomixer ein Limit einzufügen? Ich weiß ja nicht, ob der OBS auf Englisch verwendet wird. Ich habe bei mir halt auf Deutsch eingestellt, dass er dafür anders heißt. Ach, da Audio. Nee, blöd. Ja, Audiomixer. Und der Filter, ja. Also. Und der Filter und dann. Limiter. Ah, nehmen wir einen Limiter. Okay, versuchen wir es damit. Dann sollte der hoffentlich nicht mehr zu laut sein. Schauen wir mal. Und dann auf minus 20 Dezibel, okay. Vertraue ich dir dabei mal. So, haben wir es eingestellt und würde ich mal sagen, kann ich ja glaube ich auch die. Ah, habe ich ja schon wieder hochgesetzt. Havu ist keine Abkürzung, das ist, wie soll ich das beschreiben? Es heißt einfach Hello, also Hallo. Man hat die L's einfach mit W's ausgetauscht.
Okay, gut zu wissen. Ja, für mich habe ich das anders eingestellt. Mir läuft der Sound. Also ich habe den Sound vom Spiel auf einem anderen Kanal, wie zum Beispiel die Musik, die ich bei anderen Spielen im Hintergrund laufen lasse und die ganzen anderen Sachen. Und habe dann halt unter Monitor, also unter meine Kopfhörer eingestellt, den Soundkanal. Ich habe das halt ein bisschen komplizierter eingestellt, damit ich alles in OBS steuern kann, die Lautstärke und alles. Und auch weil ich zum Beispiel bestimmte Geräusche nur für mich als Benachrichtigung, zum Beispiel damit, wenn eine Nachricht im Chat kommt, kriege ich einen Ton immer, den dann nur ich höre. Ja, gerne zur Pyramide. Mal schauen, ob das klappt. Okay, ja gut, ich kenne mich mit der Technik auch nicht aus. Aber da ein Kollegen, der mir da Tipps gibt. Benutze VoiceMeter als Soundprogramm. Ah, okay. Ja, VoiceMeter benutze ich auch, aber für welche Version von VoiceMeter denn? Es gibt da ja verschiedene. Potato, ja, kenne ich. Benutze ich nicht. Ich benutze VoiceMeter eigentlich nur für Discord. Wenn wir anderen zusammen hier zum Beispiel zu Battle Royale spiele. Damit ich zum Beispiel dann am Anfang, zum Beispiel, wenn ich mit denen irgendwas berede oder irgendwas, dass ich das halt unabhängig voneinander einstellen kann. Zum Beispiel bei Discord das dann stumm stelle und mich selber, sie selbst dann allerdings noch höre. Ach komm, nein. Haben wir den Nahkampf geschafft. So, der ist auch weg. Bananen nehmen wir mal mit. Hier ist bestimmt nicht mehr. Doch, da. Ja. Ein Nahkampf haben wir geschafft. Der andere wahrscheinlich auch versucht, oder? So. Und gleich weiter. Thank you.
Hat für einer von euch einen Tipp, wie ich bei Nightbot die Abstände zwischen den Nachrichten richtig einstelle? Ich habe halt keine Lust, dass da dann 5 Nachrichten auf einmal kommt oder die eine dann schon alle Zeit Nachrichten oder auch schon mehr Sachen ausprobiert und immer, wenn der Chat mal ein bisschen aktiver ist, haut er dann gleich alle 3 Sekunden eine Nachricht raus, so kommt mir zumindest vor. Schauen wir mal. Hi Predator. Beziehungsweise Predator Soul. Wie geht's dir denn? Auskennen jetzt nicht, aber kann man die nicht einstellen nach heute. Bei Nightbot stellst du zum Beispiel nach 25 Minuten ein, das heißt allerdings, dass immer zur vollen Stunde, zur 25. Minute dann die Nachricht gesendet wird. Und ich immer denken würde, nach 25 Minuten, nachdem die Chat-Nachrichten erreicht worden sind. Ja, mir geht's auch ganz gut. Nur ein bisschen müde. Vielleicht auch ein bisschen krank gerade, ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, das wird eine sehr kurze Runde. Okay, bitte. Ja, Highfair sagt, das wird eine sehr kurze Runde. So, jetzt wird nochmal die neuen Sachen Leute beim Forschungslabor kommen. Zumindest glaube ich nicht bis Level 60 war das, glaube ich. Was ich da erreichen muss, erst wieder. Ich glaube, die Timer-Nachrichten switche ich wieder rüber zu Steam Elements. Ich wollte zwar eingehalten unter einem Hut haben, dass ich nicht auf mehreren Sachen da verteilen muss so viel, aber du wolltest dich nochmal für den Raid bedanken. Ach, kein Ding. Ja, werde ich auch so machen. Das Team Element wieder. Da kann ich dann halt auch hier benutzerdefinierten Botnamen einstellen. Nightbot lässt das ja nicht zu. Außer bei sehr großen Kanälen machen sie Ausnahmen. Autsch, das war dumm. Kann man den Bot einstellen, kann ich das auch. Also Steam Elements, da müsstest du halt, ja, kannst du auch, musst halt nur auf, ich glaube von Nightbot ist es nightbot.tv, die Webseite, mir ist ja nicht so sicher. Wenn du, ich weiß ja nicht, welchen Anbieter du fürs Overlay benutzt. Die meisten haben halt auch schon einen integrierten Bot, dann muss man halt, wenn du Steam Elements auch benutzt, kannst du halt einfach dort unter den Bot-Einstellungen
wird dann auch einrichten. Toll. So, die Banane machen wir mit. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts. Ne? Dann weiter. Kann ich vielleicht nochmal ganz kurz hier oben mal nachschauen. Schauen wir mal. Ach komm. Wo bist du? So, was hat er denn Schönes? Das sieht auch gut aus. Cupcake nehmen wir mit. Rüstung nehmen wir mit. Und erstmal weg. Komm. Raus aus dem Gas. Gucken, nachladen. Und da kommt das Gas auch schon wieder. Nur den Manager auf dem Tablet. Ach, du sind sie auf PlayStation 4. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, dann geht das nicht. Das weiß ich jetzt ja nicht. Also auch Bot kann man trotzdem einrichten, aber müsstest du dich halt den Anbieter empfehlen. Entscheiden. Also Steam Elements ist gut und Nightbot ist halt, ich glaube, wenn man die Overlay nicht benutzt, würde ich, glaube ich, Nightbot empfehlen. Weil du das halt zum Beispiel auch später vielleicht, wenn man Affiliate-Status hat, dann... Ach, da kommt schon das Gas wieder. Lass mich in Ruhe. Ach komm. Nein, das wird jetzt nicht. Komm. Erstmal flicken und etwas heilen. Weiter einsammeln, nachladen. Haben wir alles gut. Schauen wir mal. Da, großartig. Komm, na toll. Ah. Nein! Ah! Zwischen C war nicht gut. Ah, dritter Platz. Arbeiten uns langsam nach oben. Effekte bald auf PC zum Glück. Okay, den Nightbot in. Den muss ich nach dem Stream unbedingt mal das Ganze wieder rüberwechseln zu Stream Elements. Ich weiß nicht, warum Nightbot das immer pro volle egal. Nein, Stream Elements ist komplett kostenfrei. Er kostet keinen Cent.
Theoretisch kannst du über Stream Elements dann sogar Spenden annehmen. Meinst du denn nicht? Er hat sogar einen deutschen Support. Hat ja einen deutschen Support, wusste ich ja nicht. Ich wusste, dass sie die Seite ganz gut auf Deutsch übersetzt hat, dass sie einen deutschen Support haben. Das ist ja toll. Bin mir allerdings immer noch nicht sicher, wie sie sich eigentlich finanzieren. Weil du bist auf eindeutig mit der Partnerschaft mit Fiverr, weil dort auf jeder Seite ein Werbelink von denen ist. So, wo gehen wir denn hin? Ja, versuchen wir es mit der Farm. Ja, stimmt, ja. Mal vergessen. Also, Merchweise bei Spenden auch. Wussten ja, dass sie von Spenden auch was abzwacken. Ich dachte, da ist nur dann die PayPal-Gebühren. Aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich tracken sich da auch was ab. So. Hast du das Spiel noch nie gesehen? Ja, das ist ein ganz gutes Spiel. Und das. Danke für deinen Follow, Black. Black Stacky TV. So, nee, so neu ist das nicht. Ich glaube, 2018 kam das raus. Ups. Ja, da war ich jetzt. Das habe ich gelenkt. Bei Twitch sowieso. Twitch nimmt sicher die Hälfte von allem. Außer du hast, weiß nicht, 20.000 Abonnenten. Dann darfst du mehr behalten. Ja, mir geht's ganz gut. Und dir? Nur etwas müde. So, wo waren wir? 2018 gibt's. Und es ist auch gratis. Kannst du einfach auf Steam kostenfrei runterladen. Suche einfach nach Super Anime Royale. Und dann kann man direkt losspielen. Kostet keinen Cent. Es gibt zwar, die einzigsten Inhalte, die man sich kaufen kann, sind rein kosmetisch, also man erhält dadurch kein Vorspiel, ist kein Pay-to-Win-Spiel, ist kein. Sind ja heute so viele da. Und da dachte ich, ich habe alle Nachrichten von dem Element ausgeschaltet und habe eine Felsen einen Timer. Ja, macht ja nichts. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, dass ich den abgeschaltet habe.
So, gehen wir denn hin? Ja, ich muss noch mit Bananen schmeißen. Nicht nur schmeißen, sondern auch mit einer Arbeit drauf ausrutschen. Ach da. Na hallo. Willst du mir etwa dabei helfen? Oder hast du auch die gleiche Aufgabe noch mit dem Ausrutschen? Aber so wie den Spielern kommt es ja immer häufig vor, dass man dort dann ziemlich instant für die 10 Sekunden. Okay. Wie ich dazu gekommen bin, ich habe einfach. Ich gucke immer nach dem gleichen Spiel. Das gleiche Spiel. Wer zumindest das spielt auf Deutsch. Wenn nicht, dann auf Englisch, aber auf Deutsch. Und dann, dann verfügbar. Wenn verfügbar, gucke ich mal noch nach. Also ja, gleiches Spiel auf Deutsch und dann weniger Zuschauer. Okay, erstmal ein paar Bananen suchen. Wo haben wir denn Bananen? Da haben wir Bananen. Da haben wir das. Dann nochmal danke. Dachte, Weihnachten wäre zu Ende. Wie gesagt, kein Ding, brauchst du dich nicht zu bedanken. Und so viele Zuschauer waren es ja auch nicht. Wie viel das halt nur mal bei, weil manche größere Streamer das auch machen, dann suchen sich eben mit keinen. Ich meine, einen großen Streamer bringt das ja halt rein gar nichts. Jemand, der dann, weiß nicht, schon 1000 Zuschauer hat oder so. Nein, das brauche ich nicht mehr mit den 10 Sekunden, das ist bereits fertig. Jemand, der 1000 Zuschauer hat oder auch über 100, ich glaube, der braucht das weniger als. Als jemand, der halt vielleicht 0 Zuschauer hat oder 2 oder 3. Bei den größeren Streamern, die haben es ja meistens so eingestellt, dass dann irgendwas angezeigt oder vorgelesen wird, erst bei, ich weiß nicht, wenn sie, wenn mindestens 10 Zuschauer oder 20 Zuschauer, erst mit 20 Zuschauern oder so, ey, dann lesen sie das vor oder kriegen das überhaupt erst mit. Jeder Zuschauer zählt. Hast du recht. Das stimmt. Obwohl den Großen das wahrscheinlich so ganz bewusst sind. Ja, hallo. Ja, vielleicht eine Waffe auswählen. Wäre ganz gut. Ach komm. Ah.
Ich warte noch nicht anlegen. Anlegen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warum ist es denn? Einmal bei der grünen erstmal. Richtig im Sandwich ist ein KI und Spieler. Von der KI? Wahrscheinlich. Und halt immer. Ah, ist immer so blöd, wenn du zwischen C-Spielern bist. Ich versuche immer meistens mich zurückzuhalten und dann den letzten, wenn er da die alle erledigt hat und selber dann schon an die Knacks ist, den dann zu erwischen. Außer er muss natürlich irgendwelche Aufgaben machen, dann gehen die erstmal vor. Ich habe mir fünfmal nichts gekauft. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Fünfmal war es nicht gekauft. Wenn du den Link meintest, der vorhin da war von Game Evo. Das Nichts kaufen, Ach, mit den... Ach, das. Die Anwendung hier für eine Restream-Chat, um mir den Chat hier anzeigen zu lassen vor dem Spiel. Die Einlösung mit Kanalpunkten, sehe ich ja nicht. So, wo wollen wir denn hin? Irgendwas mal da. Das sieht ja eher sehr mager aus diesmal. Oder? Ich mag keine Jagdgewehre. Er wird drei Rüstung, das war wegen was Gutes. Funfact, ich liebe auch Furry. Ich hätte mal deinen... Ja. So schön. Ich glaube, wenn du sie hassen würdest, wärst du auch nicht in dem Spiel. Ich möchte noch mal erwähnen, wenn ihr auf die Kanalpunkte geht, habe ich heute eine Herausforderung gestartet. Dort könnt ihr dann Kanalpunkte spenden und an meinem Geburtstag mache ich einen Stream, der maximal 12 Stunden gehen wird. So findet ihr den. Und anfangs wird er 4 Stunden gehen, allerdings könnt ihr 2 weitere Stunden direkt am Anfang freischalten, wenn die Herausforderung erfolgreich ist. Okay, das läuft hier nicht gut. Ach komm. Ja. Komm. Das war nicht. Ja,
Ja, fängt er dann mit 6 Stunden an, anstatt mit 4 Stunden. Da noch ein bisschen Zeit, da könnt ihr dann auch eure Kanalpunkte spenden. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, kriegt ihr sie wieder. Weil die sind dann nicht einfach weg. So, nebenbei poste ich jetzt auch mal einen Link. Auch wenn... poste ich mal einen Link jetzt in den Chat. Über den könnt ihr noch 3 gratis Lootpacks holen. Von Steamloot für meinen Kanal. Also noch 3 Personen jeweils 1. So. Den Couponcode, den ich erstellt habe, bis erreichen von 5 Abonnenten. Wir müssen noch ein bisschen warten. Mal gucken, wo springt einer raus. Gehen wir mal zur Pyramide. Muss auch noch die Dailies in SHR machen. Sind das die gleichen? Ich weiß jetzt ja nicht, ob das bei ihm die gleichen immer sind. Vermute mal. Kann ich da ja diesmal helfen. Ach, die Daily sind, okay. Die sind immer unterschiedlich. Die Wochenaufgaben aber gleich, okay. So ähnlich wie bei Fortnite dann. Was ich auch mal mochte, aber dann irgendwie. Braucht 2 Lagerfeuer und 400 mal Grasstein. Ach, Grasstein geht ja schnell, Lagerfeuer. Geht ja auch. Ist leicht, ja. Ja, da ärgert man sich mehr, wenn dann kommt 5 Eliminierungen mit Jagdgewehr. Das ist dann schon etwas schwieriger. Dann halt etwas länger mit Jagdgewehr. Wenn man genug Geduld hat und Zeit, dann schafft man es auch irgendwann. Natürlich ein Neben. Also neben den Streams tue ich halt die Spiele hier, die ich jetzt halt ja gar nicht spielen. Auch nochmal. Eine andere Waffe wäre noch schön. So, erstmal die. Auch nochmal.
Ich vergesse jedes Mal auf diesen blöden Knopf hier zu drücken. Was haben wir da? Okay, alles voll und wieder weg. Was ist dein Lieblingsanlauf in SR? Also kommt halt drauf an, wie es mal viel. Also entweder Gebirge, aber eigentlich die Bühne. Wenn es eher am Ende ist von der Flugroute und klein wenig weiter weg, dann ist da immer keiner, aber eigentlich in den meisten Fällen immer sehr guter Loot. Ist zu eng hier für den. Komm. Noch ein paar Pilze? Ja. Einer und zwar ein bisschen. Und weiter. Das Gamepilz. Da haben wir noch einen Pilz. Da ist noch einer. Munition ist voll. Ein Tape wäre noch schön. Dann haben wir den nämlich auch voll. Der hat keine Rüstung gehabt. Ja. Pech für ihn. So weitergeht. Einer ist Giant Eagle Landing. Und ach, die Pyramide und Thomas Tundra. Thomas. Da reicht zwar einer. Ja, Thomas Tundra eher nicht. Das ist mir da zu glatt. Also eher nicht. Mit dem Mummirutsche mag ich es ja nicht so. Da ist jeder. Wo bist du? Komm. Nachladen. Ah! Hätte ich groß unternehmen sollen. Kurz davor. Eine Frage. Sieht noch jemand anders die Gratulationsnachricht mit den 100 Nachrichten? Nein, okay. Ach, jetzt eben schon. Dann ist das hier nur bei mir in der Anwendung. Ich frage mich, ob das wirklich mein Cheat ist. Würdest du mir vorschlagen, gerade zu cheaten? 100 Nachrichten über
Restream Chat. Empfang. Sehe nichts mit einem ein. Okay. Das ist ja gut. War nur gerade etwas erschrocken, weil ich nicht davon wusste, dass sie dann anfangen, irgendwelche Nachrichten in den Chat zu schicken. Das will ich eigentlich nicht. Ich bin ein Anbieter eigentlich nur, um den Chat halt sehen zu können. Mit nur einen Monitor ist das halt sonst etwas kompliziert. Schauen wir mal. Hier nochmal Gebirge. Ach genau, auf mal zur Pyramide. Geht's gleich weiter. Also geht's gleich los die Runde. Haben wir da. Nehmen wir mit. Tauschen wir aus und jetzt noch schnell rein. Und schauen, ob wir hier auch was Gutes finden. Ich glaube, hier war schon jemand, oder? Nee. Doch. Was ist da drin? Ich mag keine Scharfschützengewehre, aber mal schauen. Ist abgehauen. Gut, ich jetzt einfach mal. Weit sind wir weg. Ja, dann sollte ich wohl los. Na komm, auf den Knopf. Upgrade mitnehmen. Und raus. Scheiße. Ah. Ich bin tot. Hatte ich mit den Aufgaben. Hat sich doch länger gezogen als gedacht. Wurde viermal beim Grasschneiden gestört. Ja. Passiert halt.
dachte, wenn wir gerade 8 Zuschauer haben, lohnt sich etwas mehr mit einer Vorhersage. Ihr könnt jetzt abstimmen, ob ich im nächsten Match gewinne oder nicht. Also, oder die Top 5 schaffe. Aber Sound ist besser, also ist es nicht mehr so extrem laut am Schießen, ne? Ist auch gut. Das ist ja wichtig. Besonders halt die Kopfhörern vielleicht zuhören am Handy oder so. Wenn dann auf einmal so ein lauter Ton kommt, dann kriegen sie gleich einen Hörsturz. Geht nur noch nicht ins Match rein, weil wenn das dann schon losgeht und die Abstimmung noch läuft. Also noch zu lange läuft, werde ich nicht 10 Minuten einstellen sollen, sondern nur. Immer eine Sache, wenn nur alle für eine Sache stimmen, bringt das nichts. Dann kann man nichts gewinnen, dann kann man nur was verlieren. Sagen kann ich jetzt aber ins Match rein. Ich gehe mal auf Nein, aber hoffe auf Ja. Ja, mal schauen. Top 5 ist schon etwas höher. Top 10 würde ich glaube ich erschaffen, immer. So immer auch nicht, aber. Ich weiß gar nicht, kann man für beides abstimmen? Dass man für 1000 abstimmt, für die andere 250 oder so hat? Dass man dann sagt, ja, ich sichere mich etwas ab, dass ich was wieder bekomme. Nein, geht nicht. Okay. Ne, ich selbst sehe das ja nicht und bei anderen habe ich bei sowas gar noch nicht mitgemacht. Ich hoffe, auf jeden Fall, seitdem ich selber streame, gucke ich andere ja nicht mehr so viel. Da steht dann sowas wie, du hast schon gewotet. Ah, okay. Na dann. Ist also nicht wie beim normalen Wetten, wo du halt auf beide wetten könntest. Dann join ich mal und jage dich. Ich glaube, da hast du auch viel Erfolg. Erstens kannst du ja den. Toll. Tut mir jetzt für alle Leute, die für Ja gestimmt haben. Siehst du mich im Stream und kannst dann auch gleich. Nein, ich lande woanders. Okay. Oder nicht überhaupt? Ich mag die Roten nicht, wie sie jetzt die ganze Zeit immer fliegen. Ey, Labor, dann bin ich gleich tot. Ich geh mal zur Werft. Weißt du, wenn wir uns über den Weg laufen, renne ich weg. Ach ja. Neue Frage, haben sie in ihren Nutzungs hat eigentlich SAR, also Supermetroyer haben die eigentlich in ihren Nutzungsbedingungen das reingenommen, dass man wegen Stream snipen, ob das verboten ist. Kann man mit mir mal zocken, ja gerne. Einfach, die einzige Bedingung wäre halt einfach meinem Discord-Kanal beizutreten, weil ich das wahrscheinlich darüber teilweise regeln werde, also falls an Voice dann auch Interesse wäre. Ups, nee. Was mal bestimmt nie aus. Und ich bin gleich tot. Ich versuche mal zu erleben und gehe mal hier nach unten. Noch keine Waffe. Und falls du Minecraft spielst, kannst du sogar jetzt schon mit mir spielen, weil einfach mal Ausrufezeichen Server eingeben, dann kriegst du einen Link zu einem Anmeldeformular für meinen Minecraft-Server. Dann wirst du gewitelistet. Muss leider so laufen wegen verschiedenen datenschutzrechtlichen Sachen und. Anderen Gründen. Nee, spielst kein Minecraft, okay.
Nein, haben die nicht. Ja, das ist doch toll. Ich weiß, dass Fortnite so was hat. Da wirst du auch gleich gesperrt. Besonders bei Turnieren. Da reicht das schon, wenn sie wissen, dass du den Stream aufhattest. Ich gehe jetzt oft bei. Viel Spaß euch noch. Danke. Ja, noch einen schönen Abend. Du darfst ja möglich, entweder bannst du diese Leute aus deinem Stream oder du machst in deinem Stream einen Puffer rein. Der Puffer ist allerdings immer... Ups. Multitasking kann ich nicht. Der Puffer ist halt immer das Problem, wenn man dann halt interagieren will mit dem Chat auf kurze... ja, was soll ich sagen? Ja, auf kurze, also, dass man halt live interagieren will mit dem Chat, dann direkt antworten. Wenn da so ein Puffer drin ist, dann ist er halt sehr verzögert. Oder mal so mit der SAR zocken. Bin noch 15, deswegen. Bei 15 schwierig, schwierig. Dann bitte erst einfach aus rechtlicher Sicht her. Aus mehreren Gründen. Erstens sind es, ich weiß nicht, wie das Datenschutzrecht ist als erstes. Zweitens würde ich mich sicherer fühlen mit Erlaubnis deiner Eltern. Okay, weg hier. Sonst bin ich gleich tot. Dann kein Problem. War halt dein Charakter, eventuell, falls mit Voice Chat, eventuell auch deine Stimme im Stream zu hören ist, gespeichert wird. Halt auf Twitch dann. Das sind personenbezogene Daten, die eigene Stimme. Da du noch nicht 16 bist, kannst du daran nicht einwilligen. Und auch generell bei Filmaufnahmen auch, oder Tonaufnahmen von der Stimme. Das wäre mir halt einfach nur irgendwie deswegen ohne Voice. Ja, das wäre kein Problem. Kein Problem, das kann man machen. Aber mit Stimme dann ohne Erlaubnis der Eltern nicht. Scheiße. Ah! Ja, das war wohl nichts. 10. Platz aber. 5. aber nicht. Ja, das tut mir dann für die Leute, die für Ja gestimmt haben. Mal was denn? Vorhersageergebnis einstellen. 3 Leute haben für Ja gestimmt. Wer war das denn? Das sehe ich jetzt gar nicht. Score nix am meisten. Na, das warst du so zuversichtlich, dass ich es schaffe. Danke, Score nix, aber war wohl nicht. Ja, Ergebnis fehlen? Nein, habe ich nicht geschafft. Dann viel Spaß, Schnorrer, mit deinen 1270 Kanalpunkten, die du wieder kriegst. So, schauen wir mal. Erstmal aus dem Match hier raus. Ich hatte so viel Vertrauen in dich. Du hast keinen Druck. Nee, aber ja, bin ich schon multitaskingfähig in dem Spiel, wie es aussieht. Mich auf den Chat konzentrieren, antworten zu wollen, gleichzeitig dann in brenzligen Situationen schnell reagieren. Etwas schwierig. Ja, und Schnorrer freut sich. Wie bist du eigentlich auf den Namen Schnorrer gekommen? Der ist ja eigentlich mehr, wenn man negativ behaftet, das Wort Schnorren. So, ich bin gleich wieder da.
Ich tue nur ganz kurz mir was zu trinken holen. Und dann bin ich wieder da. Ach, nur mal nebenbei, bevor ich gehe. Die Musik ist von vom Label Fastnet Music. Schaut euch das mal an. Das ist ein Musiklabel von Furries, von Furry-Musikern. Das hier. Außerdem ist die Musik auch streamsicher, das heißt, man muss nur sie halt im Stream anzeigen, welche Musik man spielt. Und dann kann man sie einfach verwenden. Ja, unter dem Stream kann man einen Link zu dem finden. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Dann switchen wir mal zurück zum Spiel. Nora kommt davon, dass ich früher ganz viel früher mal bei meinen Kollegen im Game immer gefragt habe: Ey, hast du mal die? Ey, hast du mal das? Von typischen Schnorren haben die mich immer als Schnorrer bezeichnen. Das TM steht für Trade Market. Also TM steht eigentlich mehr für Trade Mark, also Handelsmarke. Also theoretisch, wenn man jetzt so das kleine TM-Zeichen nimmt, das man kennt. Aber ja, ich habe mit meinem Steam-Account in sehr vielen Spielen super viel gehandelt und somit habe ich mich Schnorrer TM genannt und so sieht auch mein Charakter aus. Ein Schnorrer, der nichts hat. Okay, interessant. So, okay, jetzt habe ich, glaube ich, ja, Essen rüber zu wechseln.
So, Musik aus. Und Ton vom Spiel wieder an. Und ins nächste Match. Dann schauen wir mal. Ist hier wirklich bei euch zu weit weg, oder? Deutsche Pyramide. Und raus. Oh no, was haben wir hier? Also so viele Befehle gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, die hätte ich ja auch alle aus dem Gedächtnis aufzählen können. Ich meine, so viel braucht man auch eigentlich nicht. Das Punktesystem von Steam Elements habe ich komplett durch Kanalpunkte ersetzt. Weil die halt auch eine einfache Möglichkeit sind. So. Weil ich rot finde. Um wieder Felsen hier hochzuheben. Und die Zone ist voll. Und da auch Felsen aufzumachen wieder. Felix sind im Kreis, dann kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Hebel ziehen. So, Schrot ist auch voll. Das ist doch gut. So, schauen wir mal. Nicht. Da Level 3 Rüstung nehmen wir mal mit. Hallöchen. Ja, ja. Irgendwie ist jetzt meine Rüstung kaputt. So. Schauen wir mal. Gut, da war ja nicht mehr. Munition voll. Der hat noch schön noch ein paar Panzertapes zu finden. Gibt's hier aber anscheinend Kinder. Jetzt haben wir hier ins drin. Und nö. War nicht im Diener? Ja. Großartig. Abgehauen ist er.
Ist auch einer drin. Bin mir ziemlich sicher. Nein? Okay. Da ist einer draußen. Tschüss. So. Nachladen kommt. Ach, ist schon. Jetzt noch nachladen und weiter. Jetzt brauche ich noch ein Panzertape. Komm. Wenigstens eins, damit die Rüstung ganz ist. Ach komm, nicht noch einer. Ciao. Der hat Panzertapes. Ach komm. War nicht gut. War gar nicht gut. Natürlich bin ich genau in der Mitte. Und im kleinen Kreis hier. Bin überrascht, dass er nicht gekommen ist weiter. Ich glaube, der war selber abgelenkt gerade mit dem anderen. So, halt einsammeln. Alles nachgeladen, gut. So viel ist hier nur nicht mehr. Okay. Munition mitnehmen. Da ist einer. Da ist er. Komm. Wo bist du? Da. Ja! Johann. Bei Nummer 1. Besser sieht's schon heute. Das war die Kon heute. Ich vermute mal, du meinst Nummer 1 mit N1. Jetzt weiß ich nicht, was das heißen soll. Ach, nice one, okay. Bah, Abkürzung kenne ich auch nicht alle. Kommen auch schnell neu dazu. Da muss ich alle kennen. Ja, stimmt. Obwohl, kommt doch an, was sie bedeuten. Wenn das wieder irgendwelche Sachen sind, die Twitch nicht gerne sieht und man hat keine Ahnung, was er bedeutet, dann steht man dann auch da. Twitch ist nun, was so was angeht, dann nicht sehr tolerant. Die Zahl 88 ist ja, glaube ich, verboten. Nur bei Nummernschildern, glaube ich, darf die Zahl 88 nicht drauf sein. Mal so als Beispiel, es gibt manche Sachen, die vielleicht irgendwelche anderen versteckten Bedeutungen haben oder irgendeine Abkürzung eine Bedeutung hat. Man halt wissen muss, wo man drauf reagieren muss. Es gibt so viele unnötige Sachen.
So, wo wollen wir denn hin? Wie viel Auswahl ist ja nicht mehr, weil wir jetzt schon geflogen sind. Auch nochmal. Aber dann schon. Danke für dein Follow, I'm Foxy. Und viel Spaß mit deinen Blaubeeren. Ich hoffe, dir gefällt der Stream. Jetzt abgedeckt. Komm. So. Level 2 Rüstung mitnehmen. Aufmachen. Upgrade mitnehmen. Ach, ein Foxy. Hab dich gesehen, wie du hier. Ach. Ihr kennt euch also. So, wie weit sind da weg? Ach, geht. Gleich um die Ecke. Raus hier, komm. Raus, 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 raus. Komm. Schneller. Ach komm. Oder eine gute Schrotflinte mit hatte. So, nachladen. Klicken. Und da haben wir auch gleich. Komm her. Der läuft rechts lang. Komm. Ah, bin tot. Muss weg. Aufladen. Rüstung austauschen. Und heilen. Und dann schauen wir mal. Was haben wir da Schönes drin? Zweimal, die brauche ich noch nicht. Nachladen, Munition mitnehmen. Und dann gehen wir weiter. Hallo. Ja, hallo. Ach komm. Ah. Bin tot. Nee. Ja, Level 3 Rüstung mitnehmen. Heilen.
Wo bist du? Komm. Ah. Nicht geschafft. Ja, lief nicht so gut. Ich läuft zum nächsten Match besser. Ach, ich wäre mir da nicht so sicher. Ich glaube, ich kann ihn dagegen sehen, war. Sehen wir beide dann schlecht aus. So, schauen wir mal. Schaffen wir es zum Gebirge? Ja, gerade so. Jetzt hätte ich meine irgendwas fast wieder hauen. Was haben wir hier? Also zwei Rüstung. Erstmal mit, falls wir hier auf jemanden treffen. Glaube ich zwar ja nicht, aber man weiß ja nie. Irgendwas Besseres? Nicht wirklich. Nee, nicht so schöne Sachen hier. Ups, das wollte ich nicht. Komm. Nicht. Nicht in der Kiste. Ja, nicht. Sehr schön. Das glaube ich nicht. Ich habe die meiste Zeit nur Glück. Ja, das macht auch was aus, das stimmt. Wenn man mehr spielt, dann auch besser. Man kriegt Übungen drin. Gehabt, dass sie im Kreis war. Mich an die Ufi passt und wir marschieren mal los, weil wir den Pilzen essen.
Ja, fahren wir erstmal den da um. Pits. Essen. Nochmal futtern. Hier sind schon viele Pilze. Fehlt dann auch, da fehlt dann noch einiges bei der Aufgabe. Ja, das wird wohl nicht. Hallo. Ciao. Wird mal flicken. Und ich bin so dämlich. Ich hau immer gegen die blöden Explosionsfässer. Ich glaube, ohne Rüstung wäre ich jetzt tot. So. Mal trinken. Und weiter. Kommen. Da war ein Tape, das nehmen wir mit. Hier ist irgendwo einer. Da links, hier kommt er gleich rein. Nicht gut. Ich gehe einfach mal. Lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah! Da fünfter. Fünfter sind wir geworden. Ja, noch 300 Pilze, ja. Mir kommt da irgendwie die Frage zu Slowenien da. Wo sind denn mehr Pilze? Ich glaube, hier sind. Weißt du, 12, wo es die meisten Pilze gibt? Dann springe ich dahin. Wahrscheinlich irgendwo so Waldgegend, stimmt. Aber nicht so rot mit den weißen Punkten. Also theoretisch. Rechts vom Bambus Resort. Im Wald. Tut mal hier so, stimmt's? Okay, vielleicht ein Stückchen weiter weg. Oder doch hier. Nee, da. Mal gucken, ob das gut geht. Man sollte auf keinen Fall machen, aber es gibt theoretisch Rezepte, um Fliegenpilze zu essen. Wenn man die zubereitet und alles. Weil giftige Stoffe eigentlich mehr in der Haut von dem Fliegenpilz ist. Also bei jungen Fliegenpilzen zumindest. Weil wo die Bäume sind, also Waldbäume. Aha. Waldbäume. Gibt es auch nicht Waldbäume? Palmen, ah. Ja, Palmen nicht, nee, da sind die Kokosnüsse.
haben keine Waldbäume. Dann würde ich lieber hier entspringen. Das ist mir dann zu nah da am Bambus-Resort. Ups, jetzt bin ich abgesprungen. Das ist ja jetzt auch. Nein, da sind mir zu viele da. Ich tippe immer auf die falschen Tasten. Mal schauen, was haben wir da? Ja, das nehmen wir noch mit und dann weg. Dann gehen wir hier runter in den Wald und schauen mal. Ja, drei Rüstungen nehmen wir noch mit. Da war ein Pilz. Kannst ja die Host-Funktion nutzen, ne, Kalf. Haben deine Follower auch was zum Zuschauen. Nee, nur ein Scherz. Musst du nicht machen. Ups, da kommt das Gas schon. Schneller, schneller. Komm. Pilz essen. Ah, Schnitzel, ja, ich will die Pilze haben. Ich reiz nur einen weg. Ach, das ist ja nicht weit. So viele habe ich nun auch nicht. Das ist relativ. Kommt drauf an, mit was man das vergleicht. Mehr Pilz essen. Pilz essen. Ich muss gleich weiter Pilz essen. Komm, isst den Pilz. Noch ein Pilz essen. Pilz essen. Gerade mal am Anfang dreistellig. Na, immerhin. Das ist ja auch bald dreistellig. Das Glück, ja. Autsch, das war jetzt nicht gut. Ja. Ich hasse die Schrotzhinden. Dann auch schon mal finde ich diese blöden, diese mit diesen Giftpfeilen.
Na, für die UFK hat ja noch ein bisschen Zeit für die Pilze. Aber ich glaube, wenn ich heute da nicht. Bei Schrott finde ich auch doof, ja. Also ich finde immer irgendwie, andere machen einen immer tot mit diesen Waffen und selber kriegt man das nicht hin. Mir jetzt mit den Giftpfeilen zumindest hin. Und man versucht es dann immer und dann. Ich liebe Schrotflinte. Oxy, nein. Das ist nicht IM-Foxy und LM-Foxy. So, Timeout auf, ja, auf hier oben. Ah, nur Leute, nur ein Killer-Scherz. Nee, hab gleich wieder auf hier oben, also. Nee. Sympathisch. Man sollte sich an die Regeln halten. Apropos Timeout. Ich werde es bald einstellen, dass man, dass man mit anderen Timeouten kann. Mit Kanalpunkten. Direkt gelb. Schiri abseits. Ich bin eigentlich jetzt hier in den Sprung. Ich wollte eigentlich Pizza essen. Egal. Kriegen wir schon hin irgendwann. Ja, was ist? Okay, machen wir weiter. Das wäre aber auf damit. So. Der fällt ganz gut, wenn mehr als Innova. Ups, der kommt auch. Das war anders. So, tue ich mal ganz spontan einfach mal. Wo haben wir es denn? Ich finde das so geil, wie sie immer alle weg, nix. Okay, ich weiß halt nicht, was du meinst.
anders hat. So, wo waren wir? Mal ganz spontan. Einfach ganz fix mal die. So. Immer nach dir fragt und du antwortest mit ja und der Inne sagt dann nix. Jemand nixen. Geht gleich weiter. So. So, ihr könnt jetzt jemand anderen timeouten. Einfach die Kanalpunktebelohnung der Hammer benutzen. Ja. Also wie ein Bannhammer. Sollen wir noch weitermachen? Wird das hier auch automatisch gehen? Ich hoffe, das funktioniert. Vielleicht kannst du mal jemand ausprobieren. Nur mal so Bots und, also ich meine, Moderatoren und ich kann natürlich nicht getimeoutet werden. Funktioniert nicht. So. Nächstes Match. Na, direkt. Gut, dass es funktioniert hat. Muss mal den Entwickler von dem Bot vorschlagen. Dass man für Abonnenten ausnimmt. Also von dem Timeout. Die können dann nicht getimeoutet werden. Momentan geht das noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach für eine Minute nichts von ihr hören. Dann schauen wir mal.
da in den Wald. So, wir gehen hier hin, dann durch den Wald. Und hier raus. Hab dich auch. Wie ein altes Ehepaar. Ich halte euch ja gut zu verstehen. Na hallo. Willst du futtern kommen? Ach, Ena. Genauso auch wie jemand anders auf diesem Kanal, der, was allerdings ausgelöst worden ist durch einen falsch konfigurierten Nightbot. Weil irgendwo ein Leerzeichen außerdem mit drin war. War dann ein Leerzeichen auf der Blacklist. Das verwendet man ja normalerweise in Sätzen und Nachrichten. Es geht dreimal. Du kannst es dreimal im Stream machen. Allerdings nur alle 10 Minuten, damit man das nicht übertreibt. Schauen wir, wer schneller ist, weil du mir die Pfote gehauen hast. Scheiße.
Da! Da kommen bis 150 Pilzen, würde ich da wenigstens haben. Hat immer noch genug zu tun in den nächsten Tagen. Schauen wir mal. Gehen wir dahin. Auch wenn es am Anfang ist. Hier wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, egal. Erstmal eine Waffe holen. So, Cupcake mal mit. Jetzt schön Pilze futtern. Da hat schon nicht. Nö, aber hier vielleicht. Und nein. Noch mehr Pilze. Noch ein Pilz. Da ist einer. Verdammt. Komm, trink, 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 trink. Ich hasse diese blöden Pfeile. Level 3 Rüstung. Die nehme ich doch gerne mit. Aber wenn ich das reparieren muss. So. Wenn ihr eine bessere Waffe habt. Ja. Wenn ich eine nachladen müssen. Komm, mitnehmen. So. Genau weiter. Wie weit sind wir hinweg? Geht. Nachladen. Ja, wie alt ich werde? Ich werde 22.
Ja. Wieso, wie alt ist er denn? Ach, 26 ist doch nicht alt. Ist so alt, wie man sich fühlt. Ende 30, Anfang 20. Ja, das sagt man immer. Irgendwo dazwischen fühle ich mich immer. Ja. Ich habe gerade Abbildung von Discord. Oh. Wo gehen wir denn hin? Mal schauen. Gehen wir zu den Bürgern. Was eine gute Idee war. Ach, wer ist denn da wieder? Bin mir ziemlich sicher. Ach, scheiße. Scheiße. So. Ja, ich kann auch nichts sehen. Da hatte ich mir schon. Eins, was ich nicht machen werde, ist Teaming in Solo. Erstens weiß ich ganz genau, dass das verboten ist. Und zweitens, selbst wenn nicht, macht man dort eigentlich einfach nicht. Gute Waffen haben wir schon mal.
komm. Weg mit dir. Du sammelst eigentlich keine Rüstung ein. Ich hüpfe die ganze Zeit rum. Ohne Rüstung. Und weg. Pass nie auf, wenn das Gas kommt. Wenigstens ist es nicht so weit. So, schauen wir mal. Da rechts war einer. Ciao. Ah, hat. Da hätte die Waffe weg, glaube ich nicht. Ja, das war wohl nicht. 93 Pilze erst. So, jetzt wieder dran denken. Dass sie auch da aufspringen, wo die Pilze sind. Und abspringen. Das ist bestimmt ganz doof verkehrt, hier abzuspringen. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht's ja gut. So, das mal mit. Pits. Auch noch mal noch ein paar Pilze finden. Wo seid ihr Pilze? Kommt raus. Da haben wir ihn. Noch einen. Und noch einen. Nicht. Dann sollten wir mal los. Da haben wir noch einen Pilz hinten. Gut, dann war zuerst. Noch einen. So, aber hier irgendwo noch einen. Ich brauche noch einige. Ah! Hab gewonnen ohne eine Waffe. Die haben sich zu dritt gegenseitig abgeschossen.
Ja, toll. Dann hast du es ja, glaube ich, geschafft, den war, glaube ich, Solo-Pazifisten-Sieg. Ist ja nicht so leicht, das Ganze zu erreichen. Hab den auch schon gehabt. Schön für dich, ich krieg den nie hin. Hab den auch schon mal ein paar Mal versucht, das zu machen, aber... Ist halt auch Glück, wie das halt zum Schluss läuft, ob man... Wenn halt so eine Dynamik ist, dass sie sich zu dritter abschießen gegenseitig, hat man halt Glück, dann kommt halt drauf an, wie viel... Also ein Tanker, wie gute Rüstung hat man gefunden und. Und ob man die Möglichkeit hat, sich halt zu verstecken bis zum Schluss. Also mal schauen. Gehen wir dahin. Die blöde Pilzaufgabe fertig kriegen. Natürlich. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende bis dann. Na dann, ciao. Und dir auch ein schönes Wochenende. Ich schaust ja mal wieder rein. Schau mal, auf der Tacho ist erst 21 Uhr. Lasst mich doch mal heilen. Idiot. Ja, das war's. Super, weiß das Lichtschwert. So, haken wir schnell ab und weiter. Ja, das musste man. Ja, bevor er abhaut erstmal. Kurz vorher noch. Mal Timeout. Mal schauen, dann gehen wir hier hin. Noch ein paar Bäume oder... Ne, hier. Hier waren noch mal einige Pilze. Und... Hier geht's raus. So, dann schauen wir mal. Pilz, Pilz. Nischt. Schauen wir mal. Was haben wir noch? Das mitnehmen. Haben wir auch etwas Besseres hier? Nö.
Ja, großartig. 10 Pistolen. Oh, streng genommen 3. Ist gerade meine Lieblingswaffe. Schauen wir mal. Gute Nacht. Ja, dann gute Nacht. Gute Nacht, Foxy. Also, ja, wird trotzdem angesagt. Also eigentlich habe ich das eingestellt, dass Wörter, also wenn man ein Wort zu oft schreibt oder spammt, dass es gesperrt wird und Emojis nicht. Dass die Emojis angezeigt werden. Die darf man spammen. Und ja, toll. Eine Frage, ist das ein... Nee, verstehe ich überhaupt nicht. Was... Muss ein Fehler sein. Deswegen wurde es glaube ich auch nicht getimeoutet. Eigentlich gibt es dafür auch einen Timeout, wenn man dagegen verstößt. Ach komm. Die Emojis werden aber trotzdem geschrieben wie... Ja, ich weiß. Aber Nightbot müsste das ja eigentlich erkennen. Wenn man das einstellt, das ist ja, ich meine, ist ja ein Twitch-Bot. Wenn man dann einstellen kann, Emojis dürfen gespammt werden, Wörter nicht, müsste das doch eigentlich erkennen, dass das Emojis, dass das Emojis sind und das andere nicht. Theoretisch. Oder er erkennt halt nur die Standard-Emotes. In Twitch. Und keine Kanal-Emotes. Ja, verdammt. Geh weg. Ach nein. Ja. Weg. Weg. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Der kennt den, ja. Ja, ich habe gerade gesagt. Der kennt ja nur die Standards. IP Rage Quit. Weißt du was? Ich glaube, das zu verbieten bringt auch eigentlich nichts. Mal eine Frage. Oh, ich kann mal selber schnell nachgucken. Hier Nachrichten. Also die Nachrichten wurden gelöscht von einem Emote, vom Moderator. Dauert halt ein bisschen. Okay, den Timeout heben wir erstmal auf. Vielen Dank für nichts. Hallo? So. Und danke Nightbot für diese Funktion, die nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ich glaube, das war ein Standard-Emote. Dann machen wir das einfach mal aus. Aber das bringt ja überhaupt nichts hier. Ja. Dann müssen wir das mal mit Optionen. Nee. Verstehe das nicht. Wir müssen halt ausschalten. Vielleicht mal melden. Ich glaube, das ist nicht so gedacht.
Bester Welt, vielen Dank, dass Sie sich für Schnorri entschieden haben. Na, gern geschehen. Und ich dachte, Foxy wollte sich verabschieden. Bei mir steht, dass er noch im Chat ist, aber naja. Jetzt beendet er ja. Ja, und Happy Rage Quit. Schön, dass du auch da bist. Genieß den Stream. Können wir mal gucken, wo gehen wir denn hin? Mal schauen. Ja, hier. Gehen wir hier in den Wald. Pilze sammeln wieder. Und das war eine schlechte Idee. Wir nur noch Pilze sammeln. Tschüss. 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 Ja, erstmal 3 Kills. Ja, einen positiven Corona-Fall bei uns heißt, ich muss jetzt 14 Tage zu Hause. Aber das ist ja nicht schön. Bei euch zu Hause oder in der Schule oder Arbeit? Nochmal, ist nicht schön. Corona ist furchtbar. Ich wünsche erstmal gute Besserung der Person und bei euch zu Hause. Ja, dann wünsche ich der Person gute Besserung. Hoffe ich, dass kein schwerer Verlauf eintritt. So, genau, Pilze futtern. Natürlich auch, dass kein anderer sich angesteckt hat oder anstecken wird, falls die Person noch bei euch zu Hause ist. Weiß ich ja nicht. So, ich will noch mal Pilze. Gib mir Pilze, da haben wir noch einen. Und da kommt auch schon das Gas. Dann war es das schon mit Pilze sammeln erstmal. Komm mal weg hier. Geh durch. Ach, sind schon da. Weiter. Gleich weiterhin. Nehmen wir doch die damit. Und eine bessere Rüstung nehmen wir auch noch damit.
Und weiter. Immer auch mit das Upgrade. Bei einer Arbeitskollegin meiner Mutter hat es sie halt jetzt erwischt. Jetzt hat meine Mutter die ganze Zeit in einem Raum und nutzt ein anderes Badezimmer. Wir haben zwei. Das ist doch ganz praktisch. Ist zwar blöd, das halt trennen zu müssen jetzt für eine Weile, aber... Ich spiele doch solo, oder etwa nicht? Nee. Team. Nee. Da. Teaming in Solo. Das finde ich überhaupt nicht toll. So. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie, also nicht rüber geswitcht bin. Nee, Solo. Also nee. Dort macht man nicht. Jetzt habe ich jetzt komplett fürs Momskin. Was für welche? Ja, ist komplett weg, wovon ich gerade gesprochen habe. Kannst du ja nochmal in den Kontext hören, weil ich habe wirklich irgendwie weg. Auf immer weg. Ach, die Teamer. Ach, die beiden, ja, die. Ich spiele in Solo, spielt man allein. Also, Team ist verboten, also ein Team zu bilden. Die beiden haben geteamt. Ja, keine Ahnung, welche das waren. Ich hab's auf jeden Fall über die Meldenfunktion gemeldet. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. So, rufen wir die ab. Die legen auch gleich an. Alt und grün. So, Anna? Ja. Warum macht man sowas überhaupt? Wenn man ein Team spielt, wenn man zusammen spielen will. Oder Duos in dem Fall, aber ja. Da gebe ich dir recht. Also, es gibt halt welche, die machen das, weil dann ist es einfacher. Das andere sind halt Einzelne. Man selbst ist im Team. Das ist halt einfacher. Das blödeste Teaming ist halt hier auch sehr einfacher halt. Über die Hälfte halt nur Bots sind, weil die Runden nicht voll werden. Das heißt, macht man bei einer Runde mit, weiß da auf jeden Fall jeder, der das Team zum Beispiel, dass der auch auf jeden Fall im Damage-Spiel mit drin ist. Der wahrscheinlich ist. Ich weiß gar nicht, wo ich hin. Nee, zu fahren würde ich nicht. Ich will hier hin. Da war ja Pilze sammeln wollen. So, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Da ist nichts drin. Nicht. Nicht. Nicht von Interesse. Aber da? Was soll ich mit C-Bögen? Yeah.
Damit haben wir endlich mal eine andere Waffe. Dann haben wir die direkt mit. Und eine Level 3 Rüstung. Wo laufe ich hier eigentlich lang? Ich würde auch rechts lang laufen. Und Pilze sammeln. Ich weiß das immer. Pilze sammeln. Ganz viele Pilze wollen futtern. Um die Aufgabe fertig zu kriegen. Und noch ein Pilz. Wo gehen wir denn hin? Schauen wir mal nach. Ja, wieder hier hinten. Kampfhaft. Pilze futtern. Raus. So. Alles mitnehmen. Bessere Waffe wäre auch schön gewesen. Überhaupt irgendeine vernünftige Waffe? Nee. Dann haben wir Pilze futtern. Dann aber die hier mit. Immerhin besser als nichts. Ein bisschen Munition dazu und dann. Ja, jetzt sind wir hinweg. Ja, super. Also weit weg ging nicht. Oder? Da noch ein Pilz. Und dann ist auch weg. Komm. Weg.
weg. Erstmal flicken. So. Okay, das nehmen wir mit. Um einiges lieber. Was haben wir da drin? Komm, mach auf. Auch das Tape. So. Entsammeln. Upgraden mal mit. Auch mit. Und voll. Was ist denn da drin? Großartig. Tschüss. Scheiße. Ah, scheiße. Ja. Der mit einer scheiß Minigun. Furchtbar. Okay, ciao. Bis bald mal. Vielleicht können wir auch mal zusammen ein paar Runden mal spielen. Ich sag, können wir bestimmt mal machen. Ja, ist doch gut. Mal schauen, was sich dann mal so ergibt. Eine tolle Waffe. So, dann mal nochmal Pilze. Na komm. Hallo? Gut gehabt. Und Pilze futtern. Wo seid ihr denn, Pilze? Ich brauche mehr Pilze. Wo seid ihr? Da. Da ist einer. Da noch zwei.
Und da auch noch einer. Hat einfach Scheißwaffen. Hundertfünfzig haben wir aber zusammen. Und ein Nachtlevel haben wir hier. So. Na, hier wieder hin in den Wald. Mal in den Wald. Zu den Waldbäumen. Fehler. Das gefällt mir nicht. Der hat eine Schrotflinte und ich habe nur das Ding. Komm nach oben, Pizza futtern gehen. Sehr schön. Nehme ich das mit. Nachladen. Hat mir auch nicht viel gebracht. Na, dann ist echt zu Match. Mal schauen. Wo könnten denn, ich glaube hier. So. Raus. Ich
so mitnehmen. Und Pilze futtern. Ah. Probieren wir irgendwie dahin. Gehen wir hier hin. Diesmal sollten da nicht so viele sein. Also hoffentlich. Also wir müssen halt noch machen. Okay, deswegen alle dahin. Schauen wir mal. Den Pilze futtern. Aber alles gut. Und schauen wir mal, da war noch ein Bild. Du fährst gerade mit den Pilzen. Aber schauen wir nochmal hier. Da, Kinder da. Keine Pilze hier. Nochmal, hier könnten vielleicht wieder ein paar Pilze sein. Da mal wieder hin.
Ah. Na, da ist die Pizza am Bar. Mal schauen, wie spät haben wir es denn? Noch ein bisschen kleiner noch. Es wird auch in der Chapas noch. Ja, bis zu 300 schaffen wir es noch. Aber eigentlich nee. Noch eine letzte Runde. Muss auch noch Videos schneiden und alles. Dauert auch noch ein bisschen. Mal schauen. Du mal da. Und raus. Na komm, einpacken. Und da drin. Pilz futtern. Komm, noch ein paar Pilze. Sind viele Pilze. Mal schauen, haben wir hier noch was? Nicht wirklich. Noch in. Und was haben wir hier schon? Ja, komm. Noch ein Pilz. Da ist noch einer, komm. Raus aus dem blöden Gas hier. Warte. Lass mal mit. Nicht in die Richtung, da ist jemand. Level 2 Rüstung, mal mit. Großartig.
Jetzt sind wir hinweg. Ist, trink, meine ich. Trink. Alle? Na toll. Ich bin tot. Oh, mitnehmen. Ich hätte gesagt, bin tot. Okay, letzte Runde für heute war das. Dann machen wir mal Schluss. Schauen wir noch, wen raiden wir denn? Gucken wir mal. Wer stimmt denn gerade? Auf Deutsch natürlich keiner. Aber auf Englisch, wenigstens. So, dann gucken wir mal, dann wollen wir den hier. Dann wünsche ich euch dort noch viel Spaß. Schauen wir mal. So. Machen wir den Raid rein. Und bitte alle mitmachen. Ja, ciao. Und ihr auch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch gefällt das Video dann auch und dann sage ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao und bis morgen.